Okay, da werden wir wohl nicht lang. Naja, da bin ich doch hier richtig unterwegs. Gucken wir mal. Ah, der Erdbohrer muss repariert werden. Gleich weiter wieder. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen Grund reinzukriegen in diese Mine, in der Hoffnung, dass ich dann doch noch das hier Nitrat finde. Hanni, ich habe noch so ein Militärding gefunden. Hier hinten, wo ich jetzt gerade bin. Weißt du noch mit den Türmen und so? Mit dem kleinen Versteck, was da so drin war. Ja. Da habe ich noch eins gefunden hier hinten. Okay. Mitten im Nirgendwo. Ich muss mal gerade gucken, wo du bist. Und das hier ist eine Scheune. So, wo strüberst du denn gerade rum? Oh, ziemlich weit hoch im Norden. Ach da. Ja, das ist bei mir noch nicht aufgedeckt. Was war da nochmal? Eine Scheune. Ach so, ja. Und einmal dieses Militärzeugs. Ach so, alles klar. Ne, wo wir zuletzt in diesem großen Ding drin waren. Ja. Wo wir denn vom Dach aus versteckten Loot gefunden haben. Ach ja, genau. In diesem komischen Schacht oder was das da war. Genau. So, dann fahren wir mal hier noch ein bisschen runter. Was ist das hier? Sag nicht. Ich glaube, ich habe einen Händler. Ja, echt? Ja, das ist ja eine Flagge. Geil. Hier hinten im Grün. Ich werde nicht mehr. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Aber diesmal hast du ihn gefunden. Ja. Manchmal denkst du das gar nicht, dass da was ist. Und dann plötzlich fährst du da in irgendeine Ecke. Mitten im Wald, da führt keine wirkliche Straße hin. Ja, ja. Die endet nämlich ein Stück davor. Hab ich ja gesagt. Shit. Das hätte ich jetzt nicht. Mensch, drei Händler. Das ist ja ziemlich cool. Und warte mal. Was hat denn der hier so rumstehen? Der hat hier einen Mischer und eine Werkbank rumstehen. Was? Ja. Ist noch nie gesehen. Stell dir mal vor. Nee. Das musst du dir unbedingt angucken. Wir kommen bestimmt noch mal hier. Ja, da komme ich mal mit. Hallo Lotti. Ja. Frau, ich muss immer was trinken. Aber cool. Also ich habe sowas in der Richtung schon mal gesehen. Allerdings nur in meinem Singleplayer-Spielstand einmal. Ansonsten eher weniger. Oh, das ist hier noch so warm bei uns drinnen, ne? Er hat mir gerade gesagt, unser Geld ist willkommen bei ihm. Ist okay. Dann soll er auch mal was Ordentliches da haben. Ja. Händler Reset ist der Erdbohrerteil in 411 zum Beispiel hat er.
Ja. Oh, ein Scharfschützengewehr. Oh, Hani, ich glaube, hier muss ich nochmal her. Na, hast jetzt kein Geld mit, ne? Nein, nee, absolut nicht mit ihrem Geld. Scheiße. 130 Dollaris habe ich hier von ihm, ne? Ja, toll. Schön. Gucken wir mal. Munition hat er auch ein bisschen was. Kann ich das Scharfschützengewehr dann haben? AK. Ja, Winnie ist gar kein Thema. Das kriegen wir alles hin. Hopfensamen, oh Honey, Siehst Hopfensamen. du, ich habe es dir gesagt. Ach, kann ich mir nicht leisten, ne? Ey, komm noch mal wieder, Kumpel. Du musst aber auch das Rezept dazu haben, ne? Ja, ich glaube, das habe ich sogar schon gelesen. Ja? Ja, ich glaube, einmal habe ich es gekauft und gelesen in der Hoffnung, dass ich dann diese Samen kriege, aber nö, Fehlanzeige. Das ist sehr schade. Aber cool, Hani, kannst du dir gerne auch markieren? Hier hinten, wo ich Warte, bin. warte, 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 da muss ich nochmal zurück. Warte, 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 warte. Ich muss mal ganz kurz hoch. Du bist ja ziemlich weit oben und ich bin weiter unten. Muss ja erstmal Da. rausscrollen und dann nach oben kommen. Warte, 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 warte. Da bist du. Da mache ich mir mal ganz kurz das Händlersymbol. Das ist ja dieses kleine Häuschen hier unten. Genau, ist direkt vor mir. Ne? Also ich stehe draußen quasi an der Tür. Du siehst ja, wohin mein Pfeil guckt. Also davor kannst du dann so ein Symbol machen. Finde ich super. Ich habe mich bloß gewundert, so, hä, warum sieht das so massiv aus? Wie so ein Fort hier mit diesen Holzdingern? Und dann habe ich bloß was gehört. Ich denke, Mensch, ist das nicht eine Flagge? Und guck, da ist sie. Tatsache. Cool. Sehr cool. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich hab fertig. Okay, sehr schön. Heißt für mich erstmal ab nach Hause. Was ich unterwegs finde, finde ich. Und dann werde ich beim Händler nochmal genauer reingucken, weil ohne Geld brauche ich nicht reingucken. Weißt du, wenn ich kein Geld zu Hause habe, dann gucke ich auch nicht beim Online-Shopping, was ich da so habe, ne? Ja. Wäre ja dann auch sinnbefreit. Holst nur nachher rum, weil es nicht, nachher nicht mehr im Angebot ist oder so. Auf sowas stehe ich nicht. So, ist die Richtung. Ja, fast, ich müsste da in die Richtung irgendwie. Okay. Fahre ich mal hier hin. Vielleicht finde ich ja noch das eine oder andere Tier unterwegs, wäre ja auch gut. Huch, warte. Reparaturzeug werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, damit ich hier dann unterwegs noch Nitrat mitnehmen kann, wenn ich es finde. Ja. Darf ich da natürlich nicht vergessen. Aber schön, drei Händler. Drei Händler. Also grundsätzlich ist es bei dem Spiel so, dass es vier unterschiedliche gibt, eigentlich. Ne, in der Weiterentwicklung sogar mehrfach. Ne, die können mehrfach irgendwo auftauchen. Ja. Dass du denselben Händler an verschiedenen Positionen hast. Bloß, ich muss bloß nachher aufpassen, dass ich nirgendwo in eine Mine fahre oder sowas. Ich wusste doch, ich habe was gesehen. Da lief ein Schinken. Jetzt muss er Da siehst hinken. du, dann kannst du diesen unliebsamen einen Händler ja auch auslassen, wenn du willst. Oh, ich glaube, das sollten wir vorerst vielleicht trotzdem nicht machen. Also ich überlege es mir da. Wir haben ja dann immer noch zwei, immer noch erhöhte Chancen, aber drei sind immer noch besser als zwei. Also, Ja, das stimmt schon. ne? Und wenn wir dann von allen drei Munition und gute Teile kriegen können, wäre ja auch gut. Ich habe hier schon wieder Nitrat und das war, Also hier hinten auf der Ecke, wo ich jetzt bin, habe ich jetzt schon innerhalb kürzester Zeit zweimal Nitrat gefunden. Ich weiß nicht, ob das System mir damit irgendwas sagen will. Ich nehme es erstmal so zur Kenntnis. Also ich nehme hier die ganze Mine auseinander, aber bis jetzt ist mir noch kein Nitrat wieder untergekommen. Okay. Ja.
Boah, was ist denn hier los? Irgendwer. Aber ich bin auch auf der falschen Ecke. Ich bin jetzt gerade auf der Ecke, wo Kohle ist, aber ich habe die Hoffnung, wenn ich weiter buddel, dass ich dann wieder auf Nitrat stoße, weißt du? Okay. Das hatte ich auch schon öfter, dass ich, wenn ich weitergemacht habe, dann auch wieder Nitrat kam. Und ich muss hier wieder ein bisschen Ordnung reinbringen in die Mine. Das ist ja hier ein, das ist ja wie Kraut und Rüben. Ja, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ne, entweder klappt oder klappt nicht. Ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht klappt, auch wäre schon schön, wenn. Ne, also. Na, ich mache nachher nochmal einen Stopp bei diesem Schneegebiet und dann fange ich da mal an. Genau, also ich empfehle unten, weil ich habe erst unten okay, unten beim Grundgestein habe ich erst was gefunden. Meine Empfehlung ist wirklich so ziemlich gerade nach unten buddeln, Holz mitnehmen, dass du dann hochspringen kannst und dann Blöcke unter dir setzen, zum Beispiel sowas in der Richtung und dann in jede Richtung, Himmelsrichtung mal graben. Unter zur Hilfenahme der Karte natürlich, war ja doch das eine oder andere Vorkommen da. Mehr oder weniger gut mit angezeigt wird. Ne? Also Ja. testweise kann man das auf jeden Fall machen. Ist denn hier schon wieder los? Ach so, Hilde. Was will die denn schon wieder? Ja, keine Ahnung. Die wollten mir ins Ohr röcheln, weißt du? Viermal Honig jetzt durch die Baumstümpfe hier hinten. Ist auch nett. Ich habe schon lange keinen Honig mehr gegessen. Ach, wie habe ich das Erdbuchergeräusch vermisst. So, hier ist ein Zeltlager. Okay, das war aber schon aufgedeckt, glaube ich. Oha, ich bin aber echt weit gefahren, finde ich. Mein Gott, diese Mine, ne? Die ist unglaublich groß. Hier brauchst du ja nachher schon einen Wegweiser. Ja. Okay, hier habe ich schon mal wieder einen Durchgang gemacht. Das ist ja hervorragend. Also Kohle sehe ich hier immer wieder noch und nöcher an der Oberfläche. Ja, aber wenn du da runter buddelst, findest du gar nichts. Das habe ich alles schon getestet. Ja, das ist erst ab einer bestimmten Version dieses Spiels, dass du tatsächlich darunter was finden kannst. Also zumindest hast du dann die Chance hier. Habe ich auch noch nie gehabt, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann mal. Und Funpimp hat ja eine richtig geile Philosophie, also die Entwickler dieses Spiels. Es ist fertig, wenn es fertig ist. So einfach ist Ja, das. Die das ist lassen richtig. sich nicht stressen. Und das ist auch gut so. Es kann nur besser werden durch sowas. Ne? Nur nicht stressen lassen. Weil ansonsten schmeißen sie Spiele nachher raus. Oder irgendwelche Updates raus, die nachher gar nicht funktionieren und die Leute mehr ärgern, als es sie freut. Ne? Also das Ja. muss man nicht haben. Okay, gelbe Kiste ist auch schon wieder unterwegs. Schön. Okay, dann werde ich einiges hier ein bisschen auslagern wieder. 600 Taschenlampe gefunden, aber Honey, 48 mal Fleisch wieder gefunden. Na, das ist doch hervorragend. Das sehe ich genauso.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass unser Essen, das hat sich schon ganz schön wieder reduziert, ne? Naja, ich habe aber auch 38 Stück jetzt im Inventar momentan. Ne? Also. Ach so, naja, das ist ja auch in Ordnung. Ja, das ist manchmal so, dass du halt ein bisschen mehr mitschleppst, als du eigentlich brauchst. So, das andere fliegt raus. Dann kann ich dem ja das ganze Zeug zum Handeln mitgeben, was ich denen an Waffen abgeben wollte. Ein schlechteres Scharfschützengewehr, Raketenwerfer, Pistole, MP, ich nehme da alles mit. Hier die Bank nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit. Kann ich dem auch verscheuern. So. Natürlich brauche ich noch Reparaturmaterial. Ich gucke mal, ob ich hier geschmiedeten Stahl drin habe. Nö, natürlich nicht. Habe ich bestimmt alles in die Kiste gekloppt. Den nehme ich mir da so ein Stack mal raus. Hier so ein. Oh, ich glaube, Hälfte reicht, ne? Ja, 140 nehme ich mir mal mit zum Reparieren. Das reicht. So. Der Händler will ja auch noch was haben. Dann nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit. So, ich habe jetzt 100 auf Tasche, verkaufe ihm noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, das läuft sehr schön. Hopfensamen wäre natürlich sehr gut, ne? Bier brauen, dann können wir hier stundenlang rumlaufen, ohne dass sie Ausdauer, ne? Ja, der hält sogar besser als Kaffee. Also mir ist aufgefallen, wenn man nur Kaffee trinkt, das ist nicht so lange, das hält nicht so lange vor, als wenn du das Bier trinkst. Das auch komisch ist, aber gut. Ja. Könnte für Winnie hilfreich sein, weil Winnie ja von der Skillung her noch nicht so weit ist. Wenn Winnie Ja, mal wieder richtig. Bock hat, mit reinzukommen, dann kann er auch ewig laufen. Ne? Ja. Also. Ich bin dafür. Er ist dafür, siehst du? Genau. Sind die Schritte nicht mehr so schwer, weißt du? Beim ersten Bier noch, aber wird immer leichter mit der Zeit. Ja, das ist richtig. Ja, naja, beschwingt mit Flügeln. Beschwingt mit Flügeln, ja, genau. Und wenn du dann nicht fliegen kannst, obwohl du Red Bull getrunken hast, dann musst du die verklagen. Ja. Aber ganz ehrlich, wer das glaubt, ne? Also tut mir leid. Aber da hat schon mal jemand, glaube ich, Red Bull deswegen verklagt. Ja, deswegen habe ich es ja gerade erwähnt. Das sollte eine Anekdote sein. Und der hat sogar gewonnen, der Idiot. Ja, würde hier in Deutschland nicht passieren. Nee, nur bei den Amis. Ne? Die würden sagen, bist du doch ganz sauber? Hast du ein Ding zwischen den Ohren an? Na, die meisten nicht. Ne? Aber sau cool. Das ist ja das Problem. Okay. Ich habe aber jetzt so weiter keine Tiere gesehen, obwohl ich sagen muss, ich habe die ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut im Blick, weil ich zum Händler will. Und das Ding hier. Mein Gott. Weiß ich auch nicht, ob wir da schon waren. So viel Kohle unterwegs, ne? Hier oberflächlich. Du weißt nachher gar nicht, wo du damit hin sollst. Ja. Ist auch wieder Kohle. Erwin, geh mal mit Steinkuscheln. Ich will nicht mit dir spielen heute. Ich will erst mal zum Händler. Mal gucken, was der so Schönes hat. Ein bisschen was Schönes habe ich ja schon gesehen. Ein bisschen Munition habe ich gesehen. Das Scharfschützengewehr. Okay, jetzt bin ich kurz bei so einem Stein angeditscht. Okay. Mensch, drei Händler. Das wird ja jetzt denn eine Tour für den ganzen Tag, war? Ja, Wenn du, wenn. also da bist du eine Weile unterwegs. Wenn die alle an einem Tag abklapperst, Tag 73 ist wieder so weit. Hani, wir brauchen Geld. Ja. Also wenn ich wirklich drei Händler abklapper, dann brauchen wir wirklich Geld. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen buddeln. Und ich habe Nitrat gefunden wieder. Schön. Ja, siehst du, ich noch nicht. Aber nur oberflächlich, ne? Da,
drei so eine Blöcke, sag ich jetzt mal, und dann ist es auch wieder weg. Sind vielleicht 60 oder sowas, ja, sag ich doch, 60. Aber ich Naja. gebe nicht auf. Das ist auch völlig in Ordnung. Im Zweifelsfall würde ich sogar mitmachen, aber wahrscheinlich ohne Erdbohrer. Ob dazu gelungen wäre. Also privat würde ich es auf jeden Fall machen. Ne, da würde ich so mit reingehen jetzt für den Stream. Boah, ich glaube, Nee, das um Gottes Willen. wär doch ein bisschen langweilig, glaube ich. Ne? Die ganze Zeit da Das geht rumklopfen ja. oder da Pling-Ploing da auf den Ohren. Boah. Ja, das geht einem ja selbst schon auf den Nerven nach einer Zeit. Also wenn hier unten so viel Kohle wäre, Quatsch, so viel Nitrat wäre, wie hier Kohle ist, ne? Dann könnten wir bestimmt schon 3000 Schuss herstellen, glaube ich. Ganz ehrlich, also ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich, aber wie gesagt, ich arbeite mich weiter vor und dann mal gucken, ob da noch mal was kommt. Aber ich denke mal schon. War hier jetzt der Eingang? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einer Mine nur das bisschen Nitrat war. Also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Ich denke, das ist so ein bisschen in den Ecken hier so aufgeteilt. Ich muss bloß erst wieder dahin finden, weil ich hier so Schweizer Käse gemacht habe. Das ist durchaus möglich. Der hat doch hier auch Kaffeebohnen. Könnte man hier auch wegpflücken. Der hätte mal Hopfen anbauen sollen, dann hätte ich ein bisschen mehr weggenommen, weißt du? Ja. So. Okay. Ich habe ein bisschen Geld da. Ich quatsch mal mit ihm. So, mein Guter. Ich habe hier was Schönes für dich. Raketenwerfer. Kannst du schön umkrauen mit jedem? Handeln auf 97, das ist gut. Scharfschützengewehr kriegt er auch noch, das nimmt er auch, ist okay. Dann hier die Magnum noch, Schrot noch, AK noch, Kettensägenteil noch, MP noch, Jagdgewehr noch, Taschenlampe. Guck mal, ich habe hier Moped, da kannst du schön Moped fahren. Ja, nimmt er auch, super. So. So, Ach so, das mach ich mal. Tut mir leid, ich werf dir mal hier was auf die Veranda. Dann, ich brauche den Platz vielleicht. So, gehen wir erstmal auf den Geheimvorrat. Da hatten wir doch was gesehen. Scharfschütze, wir hatten ja gesagt, nehmen wir mit. AK-Teil sieht jetzt nicht so gut aus. Die AK ist jetzt aber nicht schlecht. Vor allen Dingen, da ist ein gutes Teil drin. Dankeschön. Bitte, Winnie, kein Thema. So, ich sehe hier aber noch was, und zwar schwere Banditenrüstung. Und Munition hat er hier, der gute. Buchjagdmesser, hier, da ist Verkostung, braun, ist mir schon bekannt. Ich meine, wenn es nur einer brauen kann, ist er eigentlich auch egal. Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, einer kann hier anpflanzen, ne? Und wer das braut, das ist ja erstmal völlig wurscht. Hier erfährst du, wie du es anbaust. Also muss ich doch einmal mitnehmen, dass du es liest, dass du auch Samen herstellen kannst dann. Ach so, ja, Geht okay. um die Geschichte dann. Der hat aber auch Ja. ordentlich hier Rezepte, ne? Echt? Also für Rüstung, für die Schrotflinte, für Na, Benzin. Rüstung ist bei mir fast voll. Also das sind nicht Das ist mehr viele gut. Punkte, die mir fehlen. Das ist gut. So, Militärweste und sowas, das nehmen wir alles nicht mit. Aber das Banditenzeug gucke ich mir mal an, weil der hat zweimal Handschuhe, Brust haben wir ja und Oh, cool. Banditenstiefel hat er einmal Ja. schwere. Obwohl die Wertigkeit nicht so hoch sind, aber ne, also was die abhalten an Schläge und sowas alles, das ist schon Ja. echt heftig. Deswegen werde ich uns mal einfach die Handschuhe gönnen, einmal Stiefel gönnen. Ja, die Stiefel kannst du ja dann schon mal anziehen. Ja, alles gut. Ich gucke erstmal nochmal weiter rein. Du sagtest doch, du hattest noch ein Erdbohrerteil gefunden, ne? Ja, das habe ich in die eine Kiste gepackt, glaube ich. Da wo auch die Okay. Verkaufskiste ist, daneben irgendwie heiter gepackt. Okay. So, was hatten wir hier noch? Ich glaube, die Erdbohrerteile werde ich nicht mitnehmen, weil wenn du nur im Erdbohrer unterwegs bist, der ist schon richtig gut zusammengesetzt, ne? Ja, 559 ist das. Hat er gerade. Was ist denn da jetzt das Schwächste, der Motor?
Lass mich gucken. Nee, tatsächlich ist das die dieses Erdbohrerteil. Die Klinge und dieser Handgriff sind 600. Der Motor hat 527 und das Erdbohrerteil 507. 507, okay. Ein Erdbohrerteil hast du noch hier. Ach komm, für 3000 nehme ich es mit. Dann können wir das verbessern. Dann kommst du ja da wieder besser durch. Ja, 4 Öl nehme ich aber nicht mit. Schießpulver, die 20, die kann er auch behalten. Das ist definitiv zu wenig. Lohnt sich dann also nicht. Reparaturkits kann man selber herstellen. Oh, die gehen mir gerade so ein bisschen auf den Zeiger da. Wildbreteintopf. Hat er nur einen. Okay. So, Stoffhandschuhe. Ja, gut, da kann er sich sparen. Das haben wir selber. Ja. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist hier Munition von ihm mitnehmen. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. So, Magnum-Munition hat er auch. Die nehme ich dann auch mit. Die hat schon ordentlich Wumms. Also macht schon ordentlich Wumms. Olga, hopp's mal hoch hier. So, gucken wir mal hier rein. Flintenmunition hat er auch. Scharfschützengewehr, Pistole, Magnum, AK, achso. Nee, das habe ich ja hergebracht. So, okay. Wo war meine Nitratecke? Ich hätte mir mal noch ein bisschen was lassen sollen und nicht alles wegnehmen. Eine Matratze kann ich noch kaufen. Brauchst du nur eine? Was? Eine Matratze. Ach nee, du, lass mal. So, Kleider war nichts mehr. Gutes Essen ist uninteressant. Ja, das ist eigentlich alles uninteressant hier. Was der noch so hat. Reparaturkits haben wir selber mehr als genug. Es sei denn, Hani braucht wieder einiges für den Erdbohrer. Dann müssen wir natürlich gucken. Raketenwerfer bietet er mir gerade an, 500, ne? So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt nochmal in das Schneegebiet fahren. Ein bisschen an Eisen und Kohle habe ich ja jetzt. Das reicht erstmal. Vielleicht finde ich in der anderen, wo ich da umhergrabe, wahrscheinlich auch noch Eisen. Das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Wie komme ich jetzt hier raus? Wo bin ich hier überhaupt reingekommen? Ja, er will mir Merchandise andrehen, ja. Schuckel. Nächstes Mal, Digga. Ach da. So. Die und los, Olga. Stehen schon wieder draußen und warten auf mich. Das sind deine Fans. Groupies. So, okay. Opergrenze gestiegen, 239 Leben und Ausdauer. Schön. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie hier aus dieser Mine wieder rauskommen. Oh mein Gott. So, ich muss irgendwie wieder nach Hause kommen. Ich sehe jetzt gar nichts. Da hinten ist eine gelbe. Wenn ich da direkt hingucke, ist sie weg. Was? Was ist das hier noch für ein Loch? Die gelbe Kiste. Ist das ein Ausgang? Oh ja. Yeah. Was ist denn da noch hin? Was ist denn die gelbe Kiste? Was sollen die sein? Ach, da hinten. Oh mein Gott. Ich glaube, ich fahre mal zur gelben Kiste durch. Hol die mal noch ab und dann weg erstmal nach Hause abliefern. Ja. Also diese Mine ist so verwinkelt und überall hast du noch Tunnel, wo du rein kannst. Ja, ich weiß. Dann hast du ein Loch, kannst wieder hoch und wunderst dich so, hä, wo bin ich hier jetzt?